Sommer hatten wir im Skeptical schon mit Playmobil-Figuren und einfachsten Mitteln schon mal Verschwörungstheorien selber zu testen. Seltsame Behauptungen. Und jetzt wird er uns weiter erzählen, was man noch alles testen kann. Hoffentlich auch mit Playmobil. Ja, wir hatten so ein bisschen gerade das Thema, wie kann man mit diesen Leuten sich überhaupt auseinandersetzen und bringt das überhaupt was? Bei dieser Frage begegnet uns immer so ein Bild von Skeptikern, was uns von außen entgegengebracht wird, was wir uns aber auch teilweise gegenseitig um die Ohren hauen. Was mir letzten Herbst wieder begegnet ist, als wir eine Veranstaltung über Verschwörungsdenken in Wetzlar gemacht haben, wo dann hinterher in mittelhessen.de zu lesen war, hier liegt die große Falle, in die auch die Skeptiker Holm, Blom und Schmalz getappt sind. Die reine Präsentation von Fakten mag im wissenschaftlichen Betrieb das Mittel der Wahl sein, aber das kann doch Leuten nicht die Angst nehmen. Und das ist so immer, dass wir werden wahrgenommen und nehmen uns teilweise wirklich selber oder zumindest gegenseitig wahr als nüchtern, als faktenverliebt, abgehoben, langweilig und wir nehmen die Leute nicht ernst. Und es dann kommt so in der selbstkritischen internen Diskussion, weil wir müssen doch mehr diskutieren wie die anderen. Wir müssen einfach von der anderen Seite lernen. Und wenn ich mir aber anschaue, wie meine Kundschaft beim Thema Verschwörungsmythen so argumentiert, die emotionalisieren, die machen Leuten Angst, die verbreiten alternative Fakten, die kommunizieren das in einfachen, klaren Botschaften mit starken Bildern und mit Beispielen, die so einfach sind, dass es sich halt jeder vorstellen kann. Wenn ich jetzt überlege, wollen wir so sein wie die? Naja, emotionalisieren kann ich mir irgendwie noch vorstellen. Das ist so ein bisschen was Zweischneidiges. Das kann man gezielt einsetzen, da kann man aber auch viel mit falsch machen. Angst machen und alternative Fakten verbreiten, wäre ich jetzt raus. Aber die anderen drei, ja, einfache, klare Botschaften, starke Bilder, nachvollziehbare Beispiele oder wie wir es gestern hatten, gute Geschichten erzählen. Da können wir sicherlich an der einen oder anderen Stelle auch was von denen lernen. Und da können wir sicherlich das eine oder andere auch besser machen. Insofern war meine Idee heute, ich greife einfach mal so ein paar von diesen modernen Verschwörungsmythen raus und schaue mir mal an, wie ich finde, dass man da gute Geschichten und starke Bilder machen kann. Und dazu habe ich mir als erstes mal die Reichsflugscheibe vorgenommen und ihr Hauptproblem, nämlich die Schwerkraft. Also die Reichsflugscheiben tauchten irgendwie im letzten Sommer mal wieder auf, als das Militärhistorische Institut der Bundeswehr unter anderem sich an die Spitze gesetzt hat eines Proteststurms gegen die Firma Revell, die dieses Modell hier verkauft, bis heute verkauft. Die Beschriftung auf der Verpackung wurde inzwischen geändert. Das war das, woran sich die Diskussion hauptsächlich entzündet hat. Da stand nämlich drauf, flugfähige Verpackungen der bis zu 6000 km/h schnellen Hauenbu 2 starteten Mitte 1943 und erstes weltraumfähiges Objekt der Welt. Was dem Militärhistorischen Institut offenbar nicht aufgefallen ist und was aber Revell aufgefallen sein muss, die verkaufen historische Flugzeugmodelle. Diese Flugscheibe kämpft hier mit amerikanischen Bombern, die erst lange nach dem Zweiten Weltkrieg so gebaut wurden. Das heißt, hier steckt auch noch die Annahme drin in der Covergestaltung, dass diese Dinger nach dem Zweiten Weltkrieg noch im Einsatz waren, mindestens bis Ende der 40er Jahre, Anfang der 50er Jahre. Wenn man mehr über Flugscheiben wissen will, findet man also jede Menge der Klassiker Jan van Helsing, Geheimgesellschaften 2. Es gibt moderne Bücher im Kopfverlag, es gibt englische Bücher und wenn hier draufsteht Mildly Adult Version, heißt das nicht etwa, dass das irgendwie volksverhetzend oder Nazi-Propaganda wäre, die da jugendgefährdend wäre, sondern der Autor sagt, da wären tatsächlich irgendwelche Sexszenen drin. Davor muss die Jugend natürlich geschützt werden. Dann, es gibt Internetseiten, die wenden sich eher an Technikfreaks, es gibt Internetseiten, die wenden sich eher an Hardcore-Nazis, es gibt Dokumentarfilme auf Querdenken-TV, es gibt Dokumentarfilme auf Kabel 1, also es ist alles dabei. Für mich ist mal die Frage, bei der Plausibilität von diesem Ding, fliegt sowas eigentlich? Und kann das irgendwie so fliegen, wie das beschrieben wird? Und da kam vor 6000 km/h schnell. Also die Dinger sollen schnell fliegen. Wenn wir uns jetzt überlegen, es gibt einen inzwischen fast 100-jährigen Optimierungsprozess für Flugzeuge, die schnell fliegen sollen. Wenn wir uns das Ergebnis dieses Optimierungsprozesses anschauen, wie sehen Flugzeuge aus, die schnell fliegen sollen, dann sind so ein paar der schnellsten Flugzeuge, die wir so kennen, links die beiden schnellsten Passagierflugzeuge, die je gebaut wurden. Oben das schnellste bemannte Flugzeug, die SR-71, das schnellste bemannte Flugzeug, das überhaupt jemals geflogen ist. Der schnellste Bomber, das schnellste Jagdflugzeug und der schnellste irgendwie flugzeugähnliche Gegenstand, der jemals geflogen ist. Und das Interessante daran ist, nichts davon sieht im Entferntesten aus wie eine Flugscheibe. Hier gibt es ein ganz klares, typisches Design, spitz, möglichst mit Deltaflügeln, wenn man überhaupt noch Flügel braucht. Auch nichts davon war 6000 km/h schnell. Also selbst dieses Ding hier war so bei 5500, 5600 km/h. Aber gut, es geht ja mit der Flugscheibe nicht nur ums Schnellfliegen. Die sollen ja auch senkrecht starten können.
und über fast 100 Jahre Entwicklung, 90 Jahre Entwicklung, hat sich auch fürs Schnellfliegen eine, nein, 80 Jahre sind es, auch fürs Senkrechtstarten eine Lösung durchgesetzt, nämlich die hier. Also wir haben Hubschrauber mit Rotoren nebeneinander, das war übrigens der allererste, Rotoren hintereinander, Rotoren übereinander, einem Hauptrotor und einem Heckrotor, damit sich die Kabine nicht dreht. Aber wenn es ums Senkrechtstarten geht, hat sich nichts besser durchgesetzt als der Hubschrauber. Die können allerdings nicht schnell fliegen. Die haben immer das Problem, wenn man mit dem Hubschrauber fliegt und der will sich schnell bewegen, das Rotorblatt, was sich gerade vorwärts dreht, wenn die Rotorblatt-Endgeschwindigkeit plus die Reisegeschwindigkeit des Hubschraubers über der Schallgeschwindigkeit liegt, gibt das extreme Turbulenzen an den Rotorblattenden und dann wird er instabil. Das heißt, ein Hubschrauber ist rein durch die Rotordrehung in seiner Geschwindigkeit begrenzt. Deswegen, wenn man senkrecht starten und schnell fliegen will, auch dafür haben sich über die Jahre optimierte Lösungen gefunden, und zwar im Wesentlichen zwei Varianten. Entweder man nimmt ein normales Jagdflugzeug und bastelt da irgendwelche Lösungen dran, dass man den Triebwerksstrahl so nach unten umleiten kann, dass das Ding halt senkrecht starten und landen kann. Oder man baut es mehr wie ein Hubschrauber und baut einen Mechanismus ein, dass ab einer gewissen Geschwindigkeit einfach die Rotoren nach vorne geklappt werden und dann nur noch Vortrieb liefern. So nach dem Prinzip funktioniert auch dieses in München übrigens gerade in der Entwicklung befindliche elektrische Lufttaxi. Das ist im Prinzip auch nichts weiter als ein Hubschrauber mit 36 einzelnen Rotoren, die man so nach hinten und nach unten klappen kann. Ist technisch recht beeindruckend, funktioniert dafür, dass die Firma erst 4 Jahre alt ist, schon recht gut. Ob die das wirtschaftlich in den Griff kriegen, ist ein anderes Thema. Mit Überschall fliegt übrigens von diesen 6 Dingern hier nur die F-35. Also sämtliche Optimierungen für Schnellfliegen, für Senkrechtstarten haben zu anderen Lösungen geführt als zu Flugscheiben. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, wenn dieser Optimierungsprozess zu was anderem geführt hat, vielleicht hat das mit den Flugscheiben einfach niemals jemand probiert. Vielleicht, wenn man es mal gemacht hätte, hätte es vielleicht funktioniert. Stimmt aber nicht. Also man hat es probiert, man hat es immer wieder probiert, mit runden, scheibenförmigen Instrumenten irgendwie zu fliegen. Also die SAC AS-6 während des Zweiten Weltkriegs, die Ward XF-5U nach dem Zweiten Weltkrieg, Ende der 50er die Avrocar und seit 1983 die kalifornische Firma Moller, die das als Privatfahrzeug irgendwie entwickelt. Und wenn wir uns jetzt die Ergebnisse davon ansehen, die SAC AS-6 konnte nicht fliegen, die XF-5U ist nie geflogen, es gab ein flugfähiges Vorgängermodell, das war aber auch nicht wirklich rund. Die Avrocar konnte genau 1 Meter hoch fliegen, dann ist sie umgekippt und die M200 Entwicklung, wie gesagt, seit 1983 ist auch immer noch nie geflogen, ohne dass er an einem Kran dabei gehangen hätte. Das legt die Vermutung nahe, dass so eine Flugscheibe einfach kein richtig gutes Design ist, um damit zu fliegen. Und das hat auch aerodynamisch einen einfachen Grund. Wenn ich so eine Scheibe habe, die irgendwie fliegt, moderne Flugzeuge haben an den Tragflächenspitzen diese hochgezogenen Enden inzwischen. Das verhindert Turbulenzen um die Tragflächenspitzen. Und bei sehr schnellen Flugzeugen nimmt man diesen Delta-Flügel, dass die Tragflächenspitzen einfach spitz sind. Hier hat man hier eine Rundung außen. Das führt hier außen dazu, dass Luft von unten nach oben überströmt, sich hier Turbulenzen bilden. Und das begünstigt es, dass diese Dinger einfach umkippen. Abgesehen davon, dass es natürlich schwierig ist, hier Leitwerke dran zu bauen, wenn man sowas Rundes hat. Und trotzdem muss man natürlich sagen, es gibt natürlich Scheiben, die fliegen. Das weiß jeder von uns. Und Achtung, jetzt mal aufpassen. Die fliegt eigentlich auch ganz gut. Genau. Und du hast es, ja. Du hast es genau, Peter, du hast es genau so gemacht, dass das Ding fliegt. Du hast nämlich eins gemacht, du hast es als Kreisel eingesetzt und dann ist die Drehimpulserhaltung das, was verhindert, dass dieses Ding kippen kann. Das heißt, eine Flugscheibe fliegt aerodynamisch eigentlich nur dann gut, wenn sie sich dreht. Und das kann man, also ganz einfach, das kann man in jeder Kneipe machen, das kann man mit einer Frisbee machen, das kann man auch irgendwo machen, wo es runde Bierdeckel gibt. Jeder kriegt es hin, das Ding so zu werfen, dass es vernünftig fliegt. Jetzt lassen Sie mal jemanden so ein rundes, scheibenförmiges Objekt so werfen, dass es vernünftig fliegt, ohne dass es sich dreht. Es wird keiner hinbekommen. Also es ist einfach, ein aerodynamisches Fliegen mit einer runden Scheibe funktioniert nur dann, wenn man sie in Rotation versetzt. Und das Dumme ist jetzt, wenn ich Leute haben will, die in diesem Ding drin sitzen, dann wird es einfach extrem schwierig, aerodynamisch so zu stabilisieren. Wenn ich drin sitzen will, ist Rotieren scheiße. Ich kann höchstens irgendwie noch einen Mechanismus einbauen, dass sich die Kabine nicht mitdreht, aber das wird dann wieder furchtbar. Also, nee, das funktioniert alles nicht.
Aber mir war ja noch was anderes. Hier steht drauf, erstes weltraumfähiges Objekt der Welt. Und weltraumfähig, sprich außerhalb der Erdatmosphäre, heißt, es kann ja gar nicht aerodynamisch fliegen. Da muss ein anderer Mechanismus sein. Aber welcher denn jetzt? Wenn man jetzt nachliest in diesen Büchern, dann steht da was von Vriel, dann steht da was von Viktor Schauberger, von dem der Florian Aigner ja gestern erzählt hat. Aber so richtig steht nicht drin, wie es funktioniert. Und wenn wir jetzt wissen wollen, wie es funktioniert, dann müssen wir in die Bücher schauen, von denen auch Revell weiß, wie so eine Flugscheibe eigentlich aussieht, warum eine Hornobuh 2 so aussieht und eine Hornobuh 3 irgendwie anders aussieht. Und das sind im Wesentlichen die Bücher der Hugin-Gruppe aus den 1980er Jahren. Das ist keine Leseempfehlung, würde ich nicht weiterempfehlen. Aber da stammt diese Zeichnung raus und es ist genau die Hornobuh 2, die Revell da nachgebaut hat. Die soll angeblich von der SS stammen. Das Buch Deutsche Flugscheiben und U-Boote überwachen die Weltmeere von einem Herrn Bergmann. Wie gesagt, nicht unbedingt eine Empfehlung. Da steht auch nicht so genau drin, wie die fliegen. Aber jemand anders aus dem gleichen Verlag, ein D.H. Harmann in Geheime Wunderwaffen 3 über den Krieg hinaus, hat also beschrieben, wie die Dinger fliegen, warum die fliegen. Allerdings auch das nicht unbedingt eine Leseempfehlung. Das fängt gleich mit einem Rudolf Hess-Zitat an und dann werden also die Nürnberger Kriegsverbrecher als Märtyrer bezeichnet und so geht eigentlich das ganze Buch weiter. Wie gesagt, schön ist das alles nicht, aber man findet da drin Thesen darüber, wie sowas funktioniert. Und eine der Beschreibungen, wie so eine Flugscheibe fliegt, ist das hier, nämlich im Magnetfeld. Also das Erdmagnetfeld reicht ja schon deutlich weiter raus als die Atmosphäre. Insofern, das schwebt im Erdmagnetfeld. Okay, um das auszuprobieren, habe ich mir einfach mal zwei Stabmagneten bestellt. Und das Erste, was mir auffällt, wenn ich die so in die Luft halte und versuche, das Erdmagnetfeld zu spüren, ich merke nichts. Also das Erdmagnetfeld ist gerade so eben stark genug, um eine optimal gelagerte Kompassnadel so irgendwie in Nord-Süd-Richtung auszurichten. Wenn ich eine 23 Meter große aus Stahl bestehende Flugscheibe im Erdmagnetfeld zum Schweben bringen will, brauche ich schon verdammt starke Magneten, also stärkere, als die Physik irgendwie kennt. Das zweite Problem ist, er hat das jetzt hier so hingemalt, okay, der magnetische Südpol oben, das ist schon mal richtig. Also das ist jetzt meine Erde hier, das ist jetzt meine Flugscheibe und jetzt versuche ich, Moment, also er hat den Südpol der Flugscheibe unten, jetzt versuche ich also diese Flugscheibe über diesem Erdmagnetfeld irgendwie zum Schweben zu bringen und dummerweise, irgendwie funktioniert das nicht richtig. Ich gebe das einfach mal rum, die zwei Magneten, wenn es jemand hinkriegt, den einen Magneten über dem anderen zum Schweben zu bringen, gebe ich ihm ein Bier aus. Kurz gesagt, dieser Mechanismus, den kann man vergessen. Er hat aber noch einen zweiten Mechanismus. Und das ist der, wo er schreibt, also wie Einstein im Alter selbst sein Lebenswerk in Frage gestellt hat, so können wir auch die Gravitationstheorie in Frage stellen. Und dafür bringt er jetzt ein Beispiel. Und das möchte ich gerade vorführen. Jetzt brauche ich die Kamera. So, ich habe also hier zwei Eier. Und die sind auch, kriegen wir das hin, das zu zeigen, dass die... Ja, nicht ganz. Also das hat 59 Gramm, wenn wir das hier, na? Kann man es lesen? Ach so, ja. Okay. Ja. Okay, 59 Gramm, das Ei hat 62 Gramm, also die nehmen sich nicht viel. Dann habe ich hier zwei Gläser mit Wasser. Also wie gesagt, also das ist das, was der Herr Bergmann, was der Herr Harmann in seinem Buch beschreibt. Und dann tue ich also diese zwei Eier in die Wassergläser rein und dann stellen wir fest, oh, eins der Eier geht unter und das andere Ei schwimmt oben. Die sind gleich schwer, die sind gleich groß. Eins schwimmt, das andere nicht. Naja, was habe ich jetzt hier gemacht? Einfache Antwort, das ist Leitungswasser, habe ich mir unten gerade abgefüllt, das hier ist Salzwasser. Und daraus folgert der Herr Harmann, dass die Schwerkraft nicht von der Erdanziehung abhängt, sondern die Schwerkraft vom Medium außenrum abhängt. Also die Schwerkraft wird vom Medium außenrum ausgelöst. Dafür gibt es eine andere Erklärung, auf die ist vor 2300 Jahren der Archimedes gekommen. Deswegen nennt man das in der Physik auch das archimedische Prinzip. Aber das ist so die Erklärung vom Herrn Harmann. Und jetzt kommt das kleine Problem dabei, was eine solche Flugscheibe, also Harmanns Erklärung ist dann, die Flugscheibe kann also das Medium außenrum, die Luft oder auch das Vakuum im Weltall entsprechend dichter machen, sodass also die Dichte der Umgebung irgendwie höher wird als die Dichte der Flugscheibe und dann schwebt die. Das ist immer nur das Problem. Auch die Umgebung ist ja irgendwo, hat ja wieder eine Umgebung. Und irgendwie muss das Ganze ja... So, und jetzt habe ich das kleine Problem, wenn ich jetzt
das Wasserglas mit dem Ei hier draufstelle, indem das Ei untergeht, dann wiegt das Ding 775 Gramm. Und wenn ich das Wasserglas nehme, in dem das Ei schwebt, dann wiegt das halt 807 Gramm, weil natürlich das Medium jetzt auch wieder schwerer ist. Das heißt, mit der Flugscheibe und der Luft außenrum drückt das natürlich alles irgendwo auf die Welt da unten drunter. Und wenn ich da unten drunter stehe und da fliegt eine Flugscheibe oben drüber und die hat selber 23 Tonnen und macht die Luft um sich rum irgendwie noch wahnsinnig viel schwerer, dann müssten wir das irgendwann gewaltig auf den Kopf drücken. Also das tut mir leid, aber das funktioniert alles nicht. Und damit komme ich an dem Punkt zu der Zusammenfassung, dieser Mechanismus führt nicht weiter. So, also Flugscheiben, konnten wir ein bisschen was dazu zeigen. Dann komme ich jetzt zum Thema 2, nämlich wie die Welt aus der Perspektive der Flacherdler aussieht. Und dazu zeige ich erstmal ein kleines Video von einem Herrn namens Chris Ziert, der sein Urlaubsvideo auf Jüst gemacht hat. Und, also ich hier, Chrissy, ne, fett mitten am Strand auf Jüst. Ja, und da hinten bin ich gerade gekommen. Ja, also da oben stehe ich jetzt auch nicht. Ich bin jetzt hier mitten hier unten. Ja. Sonne scheint, alles taco, gute Sicht. So, und dann schalte ich jetzt mal um auf die Nikon. Also nur mal, vielleicht kann man das ja hier sogar schon so ein bisschen was sehen. Ne? Warte mal, ich muss mal ein bisschen scharf stellen. So, da kommen sie, ne? Also, die sind 40 Kilometer entfernt. Ja? Und bei 2 Meter Sichthöhe, was das hier so ungefähr ist, müsste die Krümmung 98 Meter ungefähr betragen. Also Target Hidden Height, wie das ja so schön heißt, 98 Meter. Nordsee One von RWE, direkt 40 Kilometer nördlich von Jüst. Ja, da wo ich stehe. Ich bin hier an der Strandseite, wie ihr gesehen habt. Ja, Kinders, was ist denn da los? Also die Scheiße ist unmöglich auf einer Kugel mit 40.000 Kilometer Umfang. Ja? Ja, was ist los hier mit ihm? Mit ihmchen. Geil, oder? Ja, lass den Fuß halt ein bisschen abgesunken sein. Ne? Aber das hat nichts mit einer Krümmung zu tun. Ja? So sieht's aus. Also in dem Sinne, macht es gut aus Jüst, ja. Liebe Grüße vom blauen Himmel mit so ein paar, ja, vereinzelt ein paar Schmierereien, aber geh, was siehst du schon? So, ja, also an Chemtrails glaubt ihr offensichtlich auch. Und ja, das ist jetzt witzig, aber ja, es gibt auch Leute, die sich von sowas verunsichern lassen. Und die dann einen dann fragen, was ist denn da jetzt eigentlich? Und letztlich kommt man nicht drum herum, diese Argumente einfach mal ernst zu nehmen und sich anzuschauen. Falls Sie jetzt übrigens den Eindruck haben, das sei tiefstes Mittelalter, nein. Also es gibt durchaus Forschung aus dem Mittelalter, aus der ganz klar wird, dass der Anteil von Autoren, die im Mittelalter geglaubt haben, die Erde sei eine Scheibe, nicht wesentlich höher ist als der Anteil heute. So, und wenn wir uns jetzt mit sowas kritisch auseinandersetzen wollen, habe ich eine allererste Regel. Und zwar, schauen wir uns einfach mal die Zahlen hier an. Also er sagt ja, die 70 Meter hohe Windkraftmasten in 40 Kilometer Entfernung. Meine allererste Regel ist, nichts glauben. Schauen wir einfach mal nach. Er sagte ja, Nordsee One ist dieser Windpark. Und dann schauen wir mal, was steht denn auf der Seite von Nordsee One. Die Windkraftanlagen haben eine Höhe von 152 Meter, einen Rotordurchmesser von 126 Meter. Kann man leicht ausrechnen, liegt die Nabenhöhe bei 89 Meter und nicht bei 70 Metern. 40 Kilometer vor Jüst. Hier steht tatsächlich auf der Seite, das liegt approximately 40 kilometers north of Jüst. Schauen wir also mal auf die genaue Karte. Das ist alles auf der Seite einzusehen, die genaue Karte, wo diese Anlagen stehen. Das hier an der Ecke, das ist Ihmchen. Und ich habe jetzt mal die Koordinaten von diesem hier rausgegriffen. Die stehen da also auch drauf, bis auf die tausendstel Winkelsekunde genau, also die einzelnen Masten bis auf 3 Zentimeter genau die Position angegeben. Die Position vom Herrn Ziert kann man sich auch ganz gut zusammenreimen, weil er ja einmal hinten über die Dünen geschwenkt hat und man die Gebäude da sehen konnte. Und der muss also ungefähr an dieser Position hier gewesen sein. Jetzt habe ich 2 Positionen, kann ich mir einen Abstand ausrechnen, muss ich glücklicherweise nicht von Hand machen, gibt es Tools dafür, kommt raus. Die sind 33 Kilometer voneinander entfernt. So, mit anderen Worten, die Höhe von den Dingern ist nicht 70 Meter, sondern 89 und der Abstand ist nicht 40 Kilometer, sondern 33. Damit kann ich jetzt anfangen zu rechnen, ob das so hinkommen kann. Auch das ist weniger kompliziert, als sich auf den ersten Blick ausnimmt. Das ist hier, wenn wir hier den Erdmittelpunkt haben, hier haben wir den Horizont, hier haben wir den Standpunkt vom Herrn Ziert mit seiner Kamera.
Da haben wir den Standpunkt, also die Höhe von den Windkraftmasten. Dann sind das hier zwei rechtwinklige Dreiecke. Das kann man sich mit dem Satz des Pythagoras ausrechnen. Falls Sie den nicht mehr wissen, fragen Sie den Neuntklässler Ihres Vertrauens. Da ich hier jetzt auch nicht rechnen will, ich habe es in meinem Buch kurz tabelliert, da können wir also sehen, okay, die Kamera ist so in 2,50, 3 Meter Höhe. Der hat ja, wie gesagt, über die Person hinweg das Wasser gefilmt. Damit hat man eine Sichtweite zum Horizont, die liegt so in der Größenordnung von 6 Kilometer. Also die Wellen hier hinten sind 6 Kilometer entfernt, die Wellenkämme. Und von den Wellenkämmen bis da hinten wären es dann also noch 27 Kilometer. Und wenn man 27 Kilometer weit gucken will, muss man etwas über 50 Meter hoch sein. So, die Masten sind 90 Meter hoch. Wir sehen hier an diesen gebogenen Rotorblättern, da ist also tatsächlich die Luft über dem Meer ist ein bisschen wärmer als oben drüber. Wir sehen da eine Luftspiegelung. Dadurch wirken die noch kleiner, als sie tatsächlich sind. Aber kurz und gut, die Argumentation, warum die Erde flach sein muss, daraus ist auch nichts. Aber er hat natürlich einen wunderbaren Beweis dafür gebracht, dass die Erde rund sein muss, weil das ist ein bisschen abgesunken da hinten. Ne? Das ist also genau diese Geschichte. Also wenn ein Schiff sich entfernt, dann verschwindet halt der Rumpf langsam hinter dem Horizont. Und wir sehen noch was hinter dem Horizont versinkt. Und das ist natürlich für Flacherdler, passiert das natürlich alles nur scheinbar. Weil auf der flachen Erde, wenn wir von oben auf die flache Erde gucken, dann sehen wir also hier, wie sich Sonne und Mond über der flachen Erde bewegen. Also die Sonne kreist so auf fester Höhe über dieser flachen Erde. Und der Mond kreist halt auf einer etwas anderen Bahn oder mit einer etwas anderen Bahngeschwindigkeit so dahinter. Und dass es nachts dunkel wird, liegt auch nicht daran, dass die Sonne irgendwie dahinter versinkt, sondern dass das Sonnenlicht einfach nur eine begrenzte Reichweite hat. Und warum versinkt die jetzt für uns optisch hinter dem Horizont? Nun, der Horizont entsteht letztlich dadurch, dass man halt, da gibt es also wahnsinnig viele Beispiele in Flacherdlern, das habe ich jetzt von einer Seite, Jesus Christus Erlösungsweg zum ewigen Leben.de. Wo so dieses Beispiel, dass also irgendwie alle Linien irgendwie auf einen Fluchtpunkt am Horizont zulaufen, das kennt man eigentlich aus der Malerei auch so ganz gut. Und so schreibt dann also der Autor, ja, auch die Sonne verschwindet perspektivisch hinter dem Sichthorizont. Und dabei wirkt es, als würde sie geradezu abgeschnitten. Das wird dann also hier so visualisiert mit dem Horizont, der so eine scheinbare Rampe bildet. Und die Rampe ist immer genauso hoch wie der Beobachter. Das haben die halt in ihren Videos dann so drin. Dann gibt es also jede Menge Bilder von Sachen, die sich entfernen und dabei kleiner werden. Hier ist es nochmal ein bisschen schöner dargestellt auf der Seite des Globuskritikers Cäsar, auch aus einem amerikanischen Video genommen, dass also der Horizont in der Höhe des Beobachters und damit hier, wenn der Beobachter am Meer steht, halt etwa 5 Kilometer entfernt. Dann sieht man also, wenn das Gebäude in der Entfernung 5 Kilometer ist, dann ist also nur der unterste Teil davon abgeschnitten hinter diesem Horizont. Und wenn das Gebäude jetzt weiter weg ist, dann wird das Gebäude, weil es kleiner weg ist, wirkt es natürlich kleiner und damit ist ein größerer Teil hinter dem Horizont verdeckt. Das ist also die Logik von denen, den schönen Kommentar von dem Herrn Cäsar finde ich jetzt. Erstaunlicherweise kommt es ungefähr so raus, wie es auf einer runden Erde kalkuliert wird. Und genau das wollen wir jetzt einfach mal nachprüfen. Das kann man einfach schön nachstellen. Man darf dabei leider nicht den gleichen Fehler machen wie dieser Flacherdler hier, der den Sonnenuntergang mit einer Münze nachstellen wollte und der die Münze dann auf dem Tisch nach hinten geschoben hat, aber die Höhe seiner Kamera offensichtlich nicht richtig hingekriegt hat. Weil wenn man das natürlich mit der Kamera so macht, dass die Kamera auf der gleichen Höhe ist wie die Tischplatte, dann versinkt die Münze halt nicht. Aber das, insofern den Fehler versuche ich zu vermeiden und damit ich das alles richtig mache, habe ich halt, es ist immer schön, wenn man eine Freundin hat, die Kinder hat und dann, ja. Also ich habe mir erstmal eine Polizistin genommen, die aufpasst, dass das alles ordentlich läuft. Da konnte man am Anfang sehen, die Kamera war genau auf Augenhöhe. Und jetzt schieben wir die also mal nach hinten an diese Horizontrampe. Und wir sehen, der Horizont ist auch genau auf Augenhöhe. Das passt also. Dann holen wir... Einen Zuschauer hatte ich dann auch noch dabei. Dann holen wir also die Polizistin wieder nach vorne, dass sie also aufpassen kann. Und dann bringen wir unser Schiff an den Horizont. Achtung, jetzt kommt das Schiff, genau. Und wir sehen, das Schiff ist also hinter dem Horizont. Der unterste Teil ist verdeckt, aber wir haben noch so ein bisschen Freibord hier. Und also das Segel, wenn das Schiff jetzt sich weiter entfernt und kleiner wird, dann müsste ja das Segel hinter dem Horizont versinken. Und das machen wir jetzt mal. Wir schieben also das Schiff jetzt nach hinten. Und wir sehen, dass komischerweise das Segel nicht unter dem Horizont verschwindet und noch genauso viel vom Rumpf zu sehen ist. Und das ist ein kleines bisschen, also meine Kamera habe ich dann hinterher festgestellt, war ein ganz kleines bisschen zu tief, so vielleicht einen halben Zentimeter. Wenn wir jetzt ganz nach hinten gehen, sehen wir, okay,
ja, der Rumpf ist immer noch verdeckt vom Horizont, aber die Segel immer noch nicht. Also das Schiff versinkt nicht hinter dem Horizont. Und ich hole es nochmal ran. So. Und wir sehen, das Schiff ist immer noch, es guckt immer gleich viel über den Horizont. Und an der Polizistin sehen wir jetzt auch gleich noch, dass die Kamera tatsächlich etwas tiefer war, als die, also die Augen sind etwas über der Mitte, insofern war die Kamera gegenüber der Rampe ein ganz kleines bisschen zu tief. Warum ist das jetzt so passiert und nicht so, wie die das da aufmalen? Naja, ganz einfach, weil die Perspektive falsch gemalt haben. Natürlich musste man auch den Untergrund nach hinten zum Fluchtpunkt hin verlängern. Und dann stimmt deren Perspektive halt auch nicht mehr. Insofern ist die Perspektive der Flacherdler genauso beschissen wie die andere Argumentation von denen auch. So, das Gleiche habe ich im Prinzip mich bemüht, vorgestern mal bei der Mondverschwörung zu machen. Da kann man das auch, Playmobil kommt immer gut. Oder diese schöne Geschichte, warum am 11. September Hochhäuser seitlich hätten umfallen müssen und nicht in sich zusammenstürzen, weil so ein Baum fällt ja auch zur Seite um. Da kann man also auch sehr schön zeigen, wenn man die richtigen Modelle verwendet und die richtigen Gewichte auf dieses Modell draufpackt, nämlich die Gewichte gerade so, dass noch 50% Reserve drin sind und das Ganze dann destabilisiert, dann fällt sowas natürlich auch senkrecht in sich zusammen. So, und wie geht man an sowas jetzt ran? Also grundsätzlich, wenn einen solche Verschwörungsleute irgendwie zutexten, einem begegnet zunächst mal so ein Sammelsurium von Zeug, was einem entgegengeschmissen wird. Das meiste davon ist erstmal Emotionalisierung. Was ist los hier mit dem Ihmchen? Die Abwertung von Gegnern, irgendwelche Appelle, das interessiert uns alles nicht. Damit müssen wir uns eigentlich nicht auseinandersetzen. Das ist nur Füllsel. Interessant ist, was soll eigentlich die Verschwörung sein? Also was behaupten die eigentlich? Was wird uns denn vorgetäuscht? Wie belegen sie, dass uns das vorgetäuscht wird? Und wie sehen die Wahrheit? Und dann kann ich mir systematisch die Frage stellen, sind die Belege denn stichhaltig? Und ist das, was sie als Wahrheit beschreiben, realistisch? Und da muss ich auch nicht über jedes Stöckchen springen, was die mir hinwerfen, weil wenn ich in der Diskussion schon 1 bis 2 Punkte auseinandergenommen habe und die Leute gesehen haben, die haben mir jetzt 1 oder 2 Mal Blödsinn erzählt, dann brauche ich nicht noch zu dokumentieren, dass sie noch 5, 6, 7, 8 Mal Blödsinn erzählt haben. Das kann ich machen, wenn es mir Spaß macht, aber das ist eigentlich überflüssig. Wichtig ist, dass diese 1, 2 Argumente, auf die ich eingehe, dass ich das in starken Geschichten mache und mit starken Bildern und gut nachvollziehbar. Ich habe versucht, heute ein paar Anregungen zu geben, wie man das machen kann. Wer ein paar mehr möchte, kann vielleicht in meine Bücher reinschauen oder auf den Blog. Und ansonsten ja, wünsche ich viel Spaß und viel Fantasie dabei, das einfach selber mal zu machen, weil es macht auch Spaß, sich damit auseinanderzusetzen.